Yo, hallo Leute, hier geht es auch gleich weiter bei The Binding of Isaac. Oh mein Gott, werden wir es nun schaffen mit dem Blue Baby hier? Ich sehe die Chancen ja nicht so groß, aber ich glaube an den Sieg und habe hier mega behinderte Gegner. Die sind wirklich behindert, weil die aus... Aber ich habe ja auch mehrere Möglichkeiten, irgendwie abzuhauen. Da ist die Leiter wirklich sehr praktisch. So, das hätten wir geschafft. Aber immer noch kein... Durch meine Fliege, durch meinen Kackhaufen haben sich die, glaube ich, auf dem Kopf haben sich die in ungefährliche Fliegen verwandelt. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt, wenn jetzt sowas kommt wie Gördi, bin ich tot. Wenn Gördi kommt, bin ich tot. Wenn Piep kommt, bin ich auch so gut wie tot. Blauer Stein im Zockerraum? Willst du mich verarschen? Habe ich den übersehen? Ey, weißt du, wie ärgerlich das wäre, Junge? Weißt du, wie ärgerlich das wäre? Leute im Stream, ich muss gerade im Stream fragen, Leute. Ich kann die Aufnahme jetzt nicht gucken. Habe ich dort einen blauen Stein übersehen? Wenn ich den dort übersehen habe, versuche ich da jetzt nochmal zurückzugehen. Aber ich verlasse mich jetzt nicht auf die Aus... Fuck! Okay, Leute. Wir machen es, wir machen es. Wir müssen, das ist natürlich sehr ärgerlich jetzt. Egal, wir müssen das Risiko jetzt eingehen. Weil, ihr wisst schon. Sollte machbar sein, sollte machbar sein. Der Raum sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich habe nur Angst vor den Schlabbernzugmännern, weil die schaffe ich definitiv nicht. Also, das ist so schwer, die zu schaffen. Bitte, bitte, blaues. Nein! Kein blaues Herz, Alter. Kackhaufen, gib du doch mal ein blaues. Nein! The Death is incoming. Incoming. Fuck you, Alter. Scheiß Spiel. Fuck you. Ohne Scheiß. Ich hasse den. Kackspiel, Alter. Ja, eine Bombe. Toll. Naja, gut. Okay, Leute. Deutschland verliert also heute gegen Portugal. Tut mir wirklich sehr leid. Aber wir replayen das jetzt nochmal. Das, ohne Scheiß, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich das jetzt verloren habe hier. Was soll so ein Scheiß denn bitte? Ohne Kack? Was soll das? Kann man nach Hause gehen, der Scheiß Blue Baby Isaac? Der wird jetzt leiden. Der wird noch sehen, dass ich das kann. So, insofern würde ich sagen, Leute, mach mal das Ganze doch jetzt mal mit einem No-Damage-Run. Und das meine ich ernst. Auf geht's. So, und das ist schon mal gut. Aua, mein komischer Stich hier. Der tut weh. Das ist nicht gut. So, ja. Versuchen wir das Ganze doch mal in einem altbewährt gekonnten No-Damage-Run. Wenn wir es nicht im No-Damage-Run schaffen, schafft man halt ohne den. Ist auch egal. Auf jeden Fall reicht mir das jetzt. Also so, ich lasse mich, weiß Gott, nicht ärgern. Oh, Tooth-Shot. Two-Shots dabei, das ist sehr schön. Die sind nämlich echt geil. Ach Leute, es tut mir unglaublich leid, dass ich das jetzt verkackt habe. Aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich hab's halt verschissen, mal wieder. Kennt er ja mittlerweile von mir, aber ich habe ja auch Pech gehabt. Ich habe ja nichts irgendwie an Herzen mal dazugekriegt oder so ein Quatsch. Ja, als ob. Das kannst du mal schön vergessen, Freundchen. So nicht. Ja, dann haben wir hier auch schon alles und gehen direkt mal weiter, würde ich sagen. Jiminy Rue, da haben wir doch unseren beliebten Jiminy. Na, wie geht's dir, Jiminy? Geht's dir gut, Jiminy? Aua. Ach so, es ist die OP-Form von dem. Mit seinem Begleiter direkt, der da schießt. Der regt mich voll auf, sein Begleiter. Weil sein Begleiter ist einfach scheiße, ohne Spaß. So, komm schon. Boah, habt ihr gesehen, wie knapp das einfach war? Der ist ja schlimmer als das Blue Baby und sonst irgendwas zusammen. So, komm. Komm. Ja, sauber, 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 sauber. Hey, lass mal eine Runde Tennis spielen, mein Freund. Wie sieht's aus? Wir beide? Nur wir beide. Nur wir zwei. Gemütliches Kerzenlicht. Eine Runde Tennis. Ist er dabei? Ja, ist er anscheinend nicht dabei. So, immerhin habe ich eine Packung Milch bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Und weiter geht's. Ey, das war aber auch so knapp, ey. Was denn? Stream. Hä? Jo. So, Keller 2 sind wir jetzt. Nein.
Boah, weißt du, da willst du mal einen vernünftigen Run machen und dann hast du schon wieder so Scheißgegner. Aber zum Glück epische Tränen, die dort ein bisschen helfen könnten. So, ja, helfen könnten ist gut, geholfen haben. So. Komm, in den Raum gehe ich. Der hat ja, HP ab. Das ist gut. Hat sich das gelohnt? Nö, das hat sich nicht gelohnt. Doch, hat sich gelohnt. Wir haben nämlich eine Plus-Minus-Sequenz, also Plus-Minus-Null. Ne, wir haben so viel Herzen wie vorher, aber haben jetzt unseren epischen Flügelmann. Und das fängt doch schon mal episch an, Leute. Ja. So. Und super Homing-Shots. Aua, aua. Ja, das sieht doch schon mal nach einem epischeren Run aus. So gefällt mir das doch. Naja, okay. Attack Fly ist jetzt nicht gerade so das epische Dingen. Aber jetzt scheint es mir so, als könnten wir durchrennen, Leute. Und wir haben bisher noch keinen Damage gekriegt, außer bei der Tür. Aber das zähle ich jetzt mal nicht als Damage so im klassischen Sinne mit. Irgendwie, das ist ja vom Gegner verursachter Damage irgendwie. Also insofern kommst du drauf gesessen. So, auf geht es. Ja, wie gesagt, Real-Life-Fußball ist jetzt eh langweilig geworden, weil ihr ja schon wisst, dass Deutschland leider Gottes verliert. Also ist ja nicht so, als wenn ich nicht für Deutschland wäre. So, ach du blöder Penner, jetzt haben wir doch Damage gekriegt, aber der kam da ja auch nicht wirklich raus aus seinem Loch. Der Blöde. So, komm jetzt hier, stirb mal. Kennst du das mit dem Sterben schon? So, jetzt brauche ich noch die Spectral Tears und dann geht es wieder super gut ab. Hopf, komm schon, komm schon. Ach, und meinen Kackhaufen, den vergesse ich immer, aber der ist auch eigentlich so un... Aua. Was war das denn jetzt? Blöder Spacko, ey. Zerplatzte da einfach. So, das ist auf... Was das denn? Sollen wir jetzt die... Ich nehme das mit. Space to use. Oh! Hä? Guck mal! Das füllt sich von alleine wieder auf. Und zwar instant. Was ist das denn? Richtig gut. Blaues Feuer. Ob sich das jetzt gelohnt hat im Gesamten, weiß ich nicht. Aber probier's. Was ist das denn? Gurney Junior? Oh ja. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, Alter. Wie OP ist der denn? Ja, hallo? Ist mal gut, Junge? Ja, hallo? Ich bin gleich tot. Hier, guck mal, kannst du mal ein Feuer nehmen? Spast. Ja, jetzt wäre es natürlich schon gut, noch das eine Ding aus dem Raum zu kriegen. Ne, ich könnte pokern, mache ich aber... Ne, bringt auch gar nichts. Ja, das ist schade. Ja, ist schade. Ja, Leute, sieht wieder nicht so episch aus, wie es am Anfang mal aussah. Aber hey, da kann ich nichts für, ne? Ganz im Ernst. Guck mal, jetzt versuche ich mal hier mein Feuer. Boah, übel. Und das Schöne... Geht das auch so? Oh ja, das geht... Boah, sauber. Das heißt, das kann ich ja auch mal so locker in einem Raum hier einsetzen. Seht mal. Boah, wie OP ist das denn? Das ist ja mal geil. Das finde ich gute Erfindung. Boah. Ah, nee. Ja. Den Grenzen. Bluestone. Sauber, sauber, sauber. Der epische Run scheint weiterzugehen. Damage up. Sauber, Leute. Was sagt er denn jetzt, hä? Wir haben schon spezielle Tiers jetzt in jedem Raum und haben noch einen wunderschönen Damage abbekommen. Das sind doch die besten Voraussetzungen, plus ein Herz, was wir natürlich erneuernd auch bekommen haben. Das sind doch wirklich die besten Voraussetzungen, um hier jetzt mal richtig was zu landen in Isaac. Und wir haben den Flowschmann. Also wir können fliegen. Boah, auch wenn ich jetzt hier gerade so gar nicht klarkomme, was jetzt hier irgendwelche Dinger gerade angeht. So, komm, stirb, sauber. Ja, da können wir nicht rein. Das tut mir auch furchtbar leid. Gucken wir mal, was hier oben ist, Leute. Was ist hier? Ach du Scheiße. Da sende ich euch einmal ein Licht von Gottes Hand gegeben und schon kapituliert ihr, würde ich sagen, ne? Ja, so ist das.
So ist das. Und was haben wir hier? Oh, lecker Bomben für meinen Hungermagen. Na, was soll denn da schief gehen? Was soll denn da schief... Ach du Scheiße. Dreier-Schüsse. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Kein Schlüssel ist eher suboptimal. Hoffentlich kriegen wir noch irgendwo einen. Denn den Itemraum würde ich schon gerne mitnehmen. Wenn ich ehrlich bin. Das wäre schon eine recht sinnvolle Sache, den irgendwie mitzunehmen. Und way! Oh! Ich bräuchte gerne, hätte gerne zwei Schlüssel, denn dann könnte ich auch noch mal im Shop vorbeisehen. Ah, das wäre schon geil jetzt hier. So eine Runde im Shop nochmal shoppen. So. Ach so, du glaubst also nicht jetzt hier irgendwie, oder was? So. Ja, als ob ich da oben reingehe. Fuck! Fuck? Bin ich behindert? Ich glaube schon. Lass mich durch in den Shop. Yay! Wir kommen in den Shop rein und kriegen den Kompass. Ha! Was gibt es Besseres? Sehr schön, Leute. Das lobe ich mir doch mal. So haben wir wenigstens doch noch hier ein Item bekommen. Auch wenn ich das jetzt ärgerlich finde, dass ich nicht da oben in den Itemraum komme. Denn das wäre mit Sicherheit auch nochmal eine schöne Sache gewesen. Aber nun gut, es soll nicht sein. Was haben wir denn hier für einen Gegner? Ach, der Klimapester, ey. Wie ich den hasse. Ach, daneben. Oh. So. So. Komm. So, und da ist er down, so gut, jetzt ist er down. Und einen Cube of Meat lässt er mir da. Sehr schön. Danke, mein Lieber. So, The Cave 2, Leute, langsam wird spannend. Shit. Oh mein Gott. Werden wir es schaffen mit dem Blue Baby diesmal? Meine Kerze hat es in gewisser Hinsicht ja schon so ein bisschen drauf. Bisschen ist gut. Meine Kerze hatte sehr drauf. Und jetzt kriege ich den Schlüssel. So, ich würde sagen, wir gehen uns erstmal unten alles angucken. Erstmal möglichst die neuen Items. Hä? Ach so, das sind keine... Stimmt, die werden ja nicht als richtige Gegner gewertet. Also insofern werden die hier auch nicht so... Also sind die Räume nicht verschlossen. So. Komm schon, komm schon. Komm schon. Give me Stoff, mein Freund. Edmund Macmillan. Hello, Edmund. So, das sieht doch schon mal gut aus, Leute. So lobe ich mir das. Und was haben wir hier? Oh, ja, der ist immer gut. Den kann man immer gebrauchen, würde ich mal behaupten. Und jetzt haben wir auch noch den Dreierschuss hier. Das heißt, wir haben auch noch relativ starke Schüsse. Zumindest, wenn alle drei treffen. So. Aua. Ah, wir haben ja auch noch meinen... Hä, der hat mir jetzt... Willst du mir jetzt erzählen, dass er mir ein komplettes abgezogen hat? Wie... What for a OP? So, komm. So, stirb! Sehr schön. Zwei Bomben nochmal mit abgesahnt. Ist in Ordnung. Aber wir haben wieder null blaue Herzen irgendwie. Was ist das denn? Ah, Cursed Skull. Der Skull Marine ist auch wieder allgegenwärtig. Boah, wenn der mich jetzt getroffen hätte, wäre ärgerlich. So, komm schon. Stirb, Fliege. Alter, habt ihr gesehen, wie angriffslustig die war? So ein behindertes Viech. So, jetzt stirb endlich. Ach du Scheiße. Sauber, sauber. Das läuft doch wie am... Was ist das? Ach du Scheiße, ne? Da ist mein Licht besser. Mit dem Kackding bombe ich mich nur wieder selbst in die Luft. Das ist nicht so... sinnvoll, würde ich mal behaupten. Aber nun gut, was soll man machen, ne?
Ja, das nehme ich erst recht nicht mit. Da würde ich mich ja direkt instant töten. Ja, Leute, sieht wieder nach einem scheiß Run aus, wenn ich mal ehrlich dazu sagen darf. Wir haben es einfach nicht mit dem Glück heute. Wir haben es einfach not with the luck. Und dabei haben wir doch gar keine Bad Luck Pille genommen. Ob es sowas gibt, weiß ich gar nicht. Eine Bad Luck Pille? Ihr wisst das doch wieder. Gib it that, weiß ich nicht. So. Jetzt kommt mir nicht mit dem scheiß Isaac Wiki wieder an. Ich will das nicht auswendig lernen, bevor ich das Spiel. Ich will euch nicht sagen können. Oh, meine Shots jetzt erhöhen die Chance, dass im nächsten Raum ein Zombie spawnt. Nein, nicht die. Okay. Was bitteschön? War das? War? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War bestimmt meine Passive. So, ich glaube, von hier aus ist die Situation ganz gut im Griff zu halten. Oder meint er nicht? Ich würde ja mal ja behaupten. Seht ihr? Hör mal, wunderbar. Von hier aus haben wir das alle, haben wir alles im Griff, haben wir hier. Hier können wir das jetzt abwarten. Schöne Runde Kaffee saufen. Seht ihr? Ja, da haben wir das im Griff. Und ein blaues Herz kriegen wir nicht. Aber jetzt Ball of Steel, komm schon. Telepilz, hast du ein Glück, dass du mich nicht in den Raum da oben teleportiert hast. Ich hätte dir deinen Scheißkragen durchgeschnitten. Ja, es sieht aber wirklich so aus, als wenn wir wieder sterben würden, Leute, was mir sehr leid tut. Aber, irgendwie wird es nicht laufen momentan. Irgendwie will es nicht laufen momentan. Und hier haben wir, den Gegner hatte ich ja noch, doch, den hatte ich ja schon mal. Was macht der denn jetzt? Warum kann ich ihm keinen Schaden machen? Ach, nur an seinem Hintern. Boah, ist der schlecht. Boah. Ja, die Dinger, die er da macht, sind mir eh relativ egal, weil... Oder auch nicht. Damit ist er unberechenbar geworden. So, aber vielleicht kommt er ja mal vorbei, um mal eine Runde zu kassieren. Ich weiß es ja nicht. Wollen wir mal abwarten, bis er hier vorbeikommt. Da, wir sehen. Ach du Scheiße. War das knapp. Alter Larry. Freunde, Freunde, Freunde. So, was gebe ich? Ja. Spectral Shots. Nein. Nein. Warum gibst du mir kein Item, was meine verdammten Herzen erhöht? So, in the Depths One sind wir. Aber das heißt, wir haben eigentlich einen weiteren Vorteil durch die Spectral Shots, denn wir können uns jetzt auf die Steine setzen und dann einfach alles abbürnen. Was bei diesen Gegnern nicht unbedingt ein Vorteil ist. Da es dort wohl relativ egal sein dürfte, ob wir uns auf die Steine setzen und sie abballern oder sonst wohin setzen und sie abballern. Ah, nun gut, okay. So, ein blauer Stein wäre wirklich jetzt mal von Vorteil hier irgendwie. Hätte ich wirklich sehr gerne. Und das war verdammt nochmal mehr Glück, als ich im Leben haben kann. Aber hier, Moment, hier können die doch gar nicht rein, oder täusche ich mich? Ne, hier können die nicht rein. Sehr schön. So, dann kann ich die auch noch ausschalten. Das sind nämlich die Fiesen, die auch noch schön hier mich noch abschießen. Die Penner. So, jetzt gehe ich aber runter, weil mir ist natürlich der Itemraum erst wichtiger. Ich bin wieder da oben lang gegangen. Das war ein bisschen... Ach du Scheiße. Oh, what the fuck, habt ihr das gesehen? Alter! Habt ihr das zu... Komm! Ja, auch du Scheiße. Mit dem halben Herz, Alter, als ob. So, das hier, das gefällt mir doch schon viel mehr.
Ach Gott, jetzt habe ich die zurückkommen, ne? Das ist ja richtig behindert. So, bitte gib mir doch mal was Episches. Ja! Ja! Blaues Herz! HOP! Wir sind wieder am Rennen. Ja, das sind wir, ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier gibt's mal wieder einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann sehen wir, ob ich auch punkten kann oder nicht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!